Willkommen zurück zu Dark Souls. Beim letzten Mal sind wir, einige Schritte weitergekommen als sonst und haben dann wieder glorreich verkackt. So wie immer eigentlich. Und selbiges versuche ich halt in dieser Folge irgendwie, zu verbessern. Irgendwie ein Stückchen weiterzukommen. Mal gucken, ob ich das auch sehen kriege. Ich kann nichts versprechen, wisst ihr ja. Ne, aber wir schauen mal. Irgendwie wird das schon. Hoffe ich. Solange ich jetzt nicht wieder 30.000 Seelen für die Katz verschenke, so wie ich das so oft tue. Alle paar Folgen habe ich so das Gefühl, ich mache einfach mal irgendeinen Mega-Fail. Ne, das ist so das Einzige, was ich kann. Maul. Und nochmal. So, und liegen bleiben. Hat mich natürlich der Pfeilfuzzi hier erwischt. Liegen bleiben und nochmal liegen bleiben. Ja, so langsam habe ich so ein bisschen den Dreh raus. So, du da, komm mal her. Ja, dich meine ich. Ja, du da. Der da hinten so komisch glitzert. So. Ende. Ja, gut. So viel zum Thema. Ich habe das jetzt so ein bisschen gelernt. Irgendwie nicht so. Okay, weg. Trinken. Und weiter weg. Damit mich der Bogenschütze hier nicht trifft. Er kommt von zwei Seiten am besten. Au. Ja, das hat mir schon fast gedacht. Einer weg. Nein, gar nicht wahr? Oh, shit. Hat er noch so hier so Minimum an HP noch gehabt? Maul. Und nochmal. Maul. So, und was habt ihr gedroppt? Nochmal so ein tolles Kristallschwert. Yay. Da freue ich mich eher. So, den brauchen wir nicht. Ja gut, ach, da ist er schon. Ich habe mich gerade gewundert, wo ist denn jetzt hier der... Der ist Kristallskelett hier hin. Da ist es ja. Ja, da ist er ja. So. Ja, kannst du mal aufhören, ihn hier zu anvisieren. Der macht da wieder seinen Freudentanz hier. Ausweichen! Ah, voll ausgewichen. So, und liegen bleiben. Und nochmal. Ah, warte, da! Ist doch nicht der Possibility! Absolut und gar nicht! Voll geheadshottet, diese Eulen. Schützen da. Leckt mich fett. Na egal. Irgendwann kriegen wir schon noch hin. Hoffe ich. Los, komm. Yay, der Fahrstuhl. Und wieder hinauf. Da waren wir schon lange nicht mehr. Dauert halt so ein bisschen, bis man so einigermaßen alles perfekt macht oder sowas. Also bei mir zumindest. Um dann alles hinzukriegen, so wie man es gerne möchte. Mit möglichst wenig Schaden rauszugehen oder reinzugehen oder keine Ahnung was. Das war knapp. Und er hat jetzt wieder mit ein paar HP überlebt. So, jetzt aber nicht mehr. Da hat mich der eine Fall schon erwischt. Läuft ja schon wieder super. Los, komm. So, nochmal. Oh, wow. Das war knapp.
Ey, du kannst doch nicht einfach ausweichen hier. Ich kann's ja auch nicht. So. Ach, was mache ich denn? Nicht mal ein Schild hier oben gehabt. Und kommt einfach so ein Pfeil entgegen. Ja, bitte, unbedingt. Leckt mich fett, ihr Dinger, ey. Kriegt das schon noch hin. Irgendwann. Alles eine Frage der Geduld. Und der eigenen Ausdauer. Los, komm. Zieh am Hebel. Zieh am Hebel. Stunden später hier, kriegt er schon gleich der Epilepsieanfall hier, dieser Charakter hier. So. Und warten, und wieder warten, und warten. Fahrstuhl ist hier das Ätzende an der ganzen Sache. Immer wieder neu hochfahren. Guck. Was? Wieso hat er mich jetzt getroffen, ey? Penner. Der nächste. Los, komm. So. Nein, er steht nochmal auf. Weil es kann. So. Jetzt ist er Geschichte. Dann du hier nochmal. Weil es so schön ist. Und auch der ist wieder weg. Nochmal sicherheitshalber nachschlagen hier. Hey, willst du noch einen Nachschlag? Ja, doch, nehmen wir die Giftpfeile. Das war sowas von daneben. Treffe ich bestimmt das Geländer. Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich ist so, kann ich ihn treffen, kann er mich treffen, fast. Dadurch, dass Dingens hier durchgeht, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, der bleibt da voll in der Luft stecken. Ja, gut, ja, komm. Dann halt nicht so. Habe ich mir so überlegt, aber nö. Der spielt ja nicht mit. Ja, schlag daneben unbedingt. Hat der immer noch eine HP? Ist es denn eine Possibility? So. Schluss mit lustig. Das ist immer noch der Skelett da rechts. Jetzt kommt es runter. Hoffe ich. Ach, da kommt noch eins. Ja, das ist ja super. Da freut sich ja meine Lebensanzeige. Au! Habe ich es nicht gesagt? Ist immer gut, wenn die Kamera gerade so ist, dass ich dann nichts mehr sehen kann. Au. Daneben. Und nochmal, komm. Das war's. So, jetzt Herr Bogenschütze vielleicht. Wäre jetzt mal schön, wenn ich in dieser Folge hier noch so ein Stückchen weiter käme als beim letzten Mal. Weil irgendwie verrecken wir immer hier. Der ist jetzt schon zu mir gelaufen gewesen. Ja,
Wir müssen auf die Skelettschützen da oben aufpassen. Und halt auf den Deppen da. Au. Au. Nein, nein, nein. Nein, nicht wegporten. Nein. Okay. Dann teleportiere dich halt auf die Treppe drauf. Ist mir doch jetzt auch Latte. Okay, es ist mir eigentlich nicht so Latte. Ja, besonders wenn ich hier alles jetzt abkriege. Ja, wie kriege ich denn jetzt die da runter? Ey, so ein Kackendreck. Ich muss auf jeden Fall den hier beseitigen. Nicht, dass der mich hier gleich noch überrascht und so ein Dreck. Stehe ich nicht so drauf. Mag zwar Überraschungen, aber halt nicht in Dark Souls. Den hier unter der Treppe auf jeden Fall auch nochmal. So. Einer mehr Geschichte. Ich muss nochmal eine Estus nehmen. Ist im Moment echt schlimm. So, komm, komm. So, wo ist er denn jetzt hin? Sehe ihn leider nicht mehr. Er war vorher hier irgendwo. Jetzt ist er auch schon wieder weg. So. Das ist der. Es gibt hier noch eine weitere Ebene. Aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wow, 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 wow. Gerade nur aus dem Augenwinkel so ein bisschen gesehen. Lass das mal hier, ne? Kollege. Es geht dann noch weiter hoch. Aber vielleicht kommen wir da erst später hin. Über einen anderen Weg. Na, dann nehmen wir halt mal den Fahrstuhl. Der nicht da ist. Fug. Ja und nu? Und nu? Gibt's jetzt hier dafür irgendwo einen Hebel? Irgendwo schießt er und irgendwo steckt er hier ein. Ist da drüben Hebel? Ich bin mir nicht sicher. Ich schau nochmal hin. Ach, da ist er jetzt wieder. Ach. Ja, dann kein Wunder, dass ich dich höre hier. Und jetzt schön tot bleiben hier. Danke. Dann nervt er mich gleich nicht mehr. Ja, hier ist ein Hebel. Sehr schön. Na, immerhin. Dann machen wir mal kurz den hier. Kriegt zwar auch eine Heilung, aber halt nicht so viel. Nicht so viel, wie ich jetzt hätte verbraten, wenn ich eine Estus genommen hätte. Gut, und jetzt hier wieder aufpassen. Da kommt jetzt der eine Typ hier, der auch parieren kann. Du da. Ja, genau du. Licht sehe ich jetzt hier nach ganz raus hier in den Raum rein. So, ja, es sieht doch schon besser aus. Wow, 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 okay. Nicht so? Nein, nicht so. Nein, 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 Scheiße. So, komm. Schlag zu. Nicht so. So, komm. Ja, ich wollte parieren, war nix. Der hat ja hier auch so ein größeres Schwert hier. Trinken. Bäm. Er hat gesessen, hat er.
So, und der ist auch weg. Bin ich immer gespannt, ob der wiederkommt. So, wo geht's jetzt hier hin? Ah, hey, 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 bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier. Ja, geht doch. Funke Titanie, blaue Brocken. Yeah. Oh, shit. Ein Nebelturm. Das müsste jetzt wahrscheinlich kein Boss-Dingens sein, weil... Kommt da eigentlich immer erst so ein normales Nebelturm und dann kommt... Boss-Nebel... Oh, fuck. Ja. So wird's ein Thema, es ist bestimmt kein Boss-Dingens. Leck mich fett. Und dann gleich der hier, weißt du? Sie ist der Schuppenlose. Der aus dem Intro, ja, leck mich fett. WT Ultra F. Wow. Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Was? Archiv des Herzogs? Wo bin ich denn jetzt hier? Ich setz mich hier auf jeden Fall mal hin. Hab zwar keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich jetzt zum... Ach, guck mal, wer da steht. Wieder so ein Depp hier von Sins Festung. Ich wusste jetzt aber auch nicht, wie ich jetzt zu dem Ziest, den Schuppenlosen da direkt hinkommen sollte. Ich kam ja nicht zu ihm hin. Es war alles aussichtslos. Und er hat mir da irgendwie so einen Fluch-Debuff auch teilweise verpasst. Der aber nicht ganz hochgetickt ist. Ey, du bist sowas von geschlagen worden. Auch wieder so eine Tür. Auch verschlossen. Aber da ist auch kein Boden darunter. Obwohl da so ein Holzbrett, aber zähle ich jetzt mal nicht als Boden. Ja, und nu? Und nu? Gibt es hier vielleicht irgendwo eine versteckte Wand? Einmal nein. Nochmal nein. Oder ist das jetzt nur zum Teleportieren oder sowas, dass ich mich am Leuchtfeuer hinsetzen könnte? Zum anderen Leuchtfeuer teleportieren oder nochmal im ganzen Mist? Guck hier aber vorher nochmal so ein bisschen. Hier auch nicht. Kann ich den hier vielleicht? Nee, der hat einen Zellenschlüssel. Yay! Zellenschlüssel benutzt. Ein Grammophon! Oh. Das ist schlecht, ne? Okay. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Ich weiß auch nicht, ob ich das genau herausfinden möchte. Wow, 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 wow. Bleib mal locker hier, Kollege. Wo läufst du hin? Ich folge euch unauffällig, ja? Ich tue mal so, als wäre ich einer von euch. Ja, wackel nicht mit dem Hintern da. Ja, natürlich, natürlich, ja. Wartet hier nur darauf, dass ich hier hochkomme. Genau, eine gute Idee das ist.
Ja, leck mich, Fetto! Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal wieder ein kleines Aufnahmepäuschen. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann an, wo wir jetzt hier genau gelandet sind und ob wir hier überhaupt irgendwie weiterkommen. Ich habe keine Ahnung, aber ihr bestimmt schon. Und ja, bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.